Gracie, Schatz, was ist denn los? Ich weiß auch nicht. Was machst du denn hier draußen? Lass uns reingehen. Ich hatte Angst, ich würde vor deinen Kunden ausflippen. Welche Kunden? Zieh die Jacke aus, komm. Weiß deine Mom, wo du bist? Sie ist im Krankenhaus. Rick hat eine Lungenentzündung. Was? Und wie geht es ihm? Ach, es ist nur sowas wie eine ganz schlimme Erkältung. Aber sie ist total ausgeflippt und musste sofort hin und ein Riesentheater darum machen. Meine Füße stinken. Ist schon gut. Was ist los? Es ist... Weißt du, es ist so... Ich fühle mich wie ein Geist. Es ist furchtbar. So, als ob ihr alle herumlaufen würdet und ich bin gar nicht mehr da. Warum bist du nicht da? Ich weiß es nicht. Ich bin so wütend auf meinen Dad. Ja, ich weiß. Wie kann ich ihm je wieder etwas glauben? Du kannst ihm glauben, dass er dich wirklich liebt. Na und? Oh, ich werde niemals heiraten. An einem Tag ist er dein Dad, mit dem du gerade noch Pfannkuchen isst. Und am nächsten Tag ist er ein ganz anderer, der irgendwo hingeht und mit irgendjemandem Sex hat. Ja, genau wie Grandpa noch pfeifend durchs Haus spazierte und einen Tag danach tot war. Oh, mein Schatz, du hast so viel durchgemacht. Du solltest... Ich weiß! Grace, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke, das Schwierigste am Erwachsenwerden ist, dass man feststellt, dass Menschen eben nur Menschen sind. Aber nicht alle Menschen sind so. Du bist ganz anders. Das glaube ich nicht. Wenn ich doch heiraten sollte, dann will ich nicht mehr, dass mein Dad mich zum Altar führt. Denn das wäre jetzt irgendwie sehr verlogen. Und das ist ganz schrecklich, denn ich habe mir schon als ganz kleines Mädchen immer vorgestellt, wie mein Dad mich zum Altar führt, wenn ich mal heirate. Ich weiß, mein Schatz. Davon habe ich auch geträumt. Kinder, in 5 Minuten, okay? Gut. Gracie? Okay. Danke, dass du mir mit ihr geholfen hast. Vielleicht war es umgekehrt. Hey, wie geht's, Rick? Eigentlich ganz gut. Judy, du wirst mich für verrückt halten. Rick und ich kennen uns noch nicht so lange, aber... Du willst ihn doch nicht etwa heiraten. Er hat mich noch nicht mal gefragt. Und wahrscheinlich wird er das so schnell auch nicht tun. Doch wenn er es tun würde, in diesem Moment... Ich wüsste nicht, ob ich Nein sagen könnte. Weißt du, so glücklich wie mit ihm warst du wahrscheinlich das letzte Mal bei der Geburt deiner beiden Töchter, Lilly. Findest du? Mhm. Ja, das ist richtig. Daddy! Mal sehen, was Jake dazu sagt. Oh. So, Eileen, so, Eileen. Hey. Grace? Warte, Lilly. Lass mich zu ihr gehen. Grace, hör mir zu. Du wirst lernen müssen, damit fertig zu werden. Ich bin dein Dad. Trotz allem. Du bist doch im letzten Jahr zu spät zum Elternsprechtag gekommen. Ja, ein paar Minuten. Das ist doch völlig egal. Mom sagte, du wärst Racquetball spielen und kämst später. Aber jetzt weiß ich, du warst bei Tiffany. Oder auch bei einer anderen. Nein, ich war nicht bei. Natürlich, gib es zu. Denn immer, wenn du angeblich nasse Haare vom Racquetball spielen hattest, hattest du Sex mit einer anderen und hast geduscht, damit Mom es nicht merkt. Nein, Grace. Dad, lüg mich nicht an. Mein Gott, deine Haare waren letztes Jahr oft nass. Du kannst nicht mehr lügen. Es ist im Nachhinein plötzlich alles anders geworden. Und es geht auch nicht nur um Mom. Sie ist nicht die Einzige, die du betrogen hast. Du willst natürlich, dass alles wieder in Ordnung ist, doch das ist unmöglich.
Seit wann ist Grace eigentlich sauer auf Dad? Zu mir hat sie nie etwas gesagt. Das ist eine Sache zwischen den beiden. Misch dich da nicht ein, auch wenn es schwerfällt. Wir sind alle so sensibel. Ja, jedes menschliche Wesen. Jede noch so kleine Handlung schlägt große Wellen. Allmählich werde ich von diesen Wellen seekrank. Es ist, als ob da immer ein anderes Auto vor mir war. Und da es mir die Sicht versperrte, konnte ich natürlich auch nicht sehen, was vor mir lag. Hi. JB. Jetzt, da mein Dad gestorben ist, ist dieses Auto ganz einfach verschwunden. Jetzt bin ich vorne. In meinem eigenen Auto. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Was? Und du kannst nicht mit mir zusammen sein. Bitte. Ganz bitte. Egal, wie sehr ich es auch will. Und obwohl ich in meinem Leben noch nie jemanden so geliebt habe wie dich. Doch wir haben nicht die Freiheit, uns zu lieben, weil wir uns nicht kennenlernen können. Nicht wirklich. Und deshalb ist es mir unmöglich, mit dir zusammen zu sein. Also, du, musst mir sagen, wie du dich entscheidest. JB, komm. Nenn mich bitte nicht so. Bitte. Ich will, dass du gehst. Und deine Entscheidung triffst. Weißt du, ich kann doch nicht... Ich glaube, im Augenblick bin ich noch nicht dazu bereit. Ja, ich weiß. Wie du willst. Es sind einfach so viele Jahre. Selbst wenn es nur noch der reinste Terror ist. Es ist wirklich kompliziert. Na schön. Ich weiß, dass ich meine Hochzeitsreise nach Venedig machen will. Daher müsste er Wasser mögen. Und er müsste intelligent sein. Aber nicht langweilig intelligent und auch nicht eingebildet. Einfach interessant. Oh, und er sollte Witze kennen, die mich zum Lachen bringen. Und er müsste immer nett zu mir sein. Natürlich bin ich dann auch nett zu ihm. Aber das versteht sich von selbst. Und Rick stellen mal wieder ein Essen für die ganze Familie auf die Beine. Doch das Dinner für sechs wird zum Desaster. Am Montag um 10:50 nochmal mit Gefühl bei Vox.